Hi, ich bin Mike. Und ich bin die Vicky und heute haben wir schon die zweite Folge unserer Gadget-Reihe. Und wenn du keine weiteren verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal, aktiviere die Glocke. Hast du schon ein Video verpasst? Gar kein Problem, wir verlinken euch alles und ihr könnt es dann nachholen. Kommen wir wohl zu unserem wichtigsten Gadget, wahrscheinlich auch das günstigste mit, was wir haben. Und das, was wir wirklich auch immer brauchen, sobald wir irgendwo ankommen, versteckt sich bei uns in der obersten Küchenschublade, ist magnetisch und klebt an so einem Silvi-Pad. Und zwar unsere kleine Mini-Wasserwaage. Die brauchen wir natürlich immer, wenn wir irgendwo ankommen, um zu gucken, dass wir in Waage stehen, um das entsprechend einmal alles auszurichten. Kostet unter 4 Euro auf Amazon, also wirklich ein Schnäppchen für jeden, verlinken wir euch natürlich mit. Und ja, genauso schnell wie sie da war, verschwindet sie, wenn alles fertig ist, auch wieder hier in diesem Schubfach. Und das war's. Das geht gerade nicht. Wir müssen weiter. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns. Ist das süß. Kommen wir mal zu dem Thema, was sehr, sehr viele kennen, die gute Silvi. Was ist Silvi? Silvi sind Geschirrartikel mit einem Magnet unten drin, damit das Ganze eben nicht umfallen kann. Wir haben hier überall solche Pads rangeklebt, auch auf dem Tisch. Dann haben wir hier auch solche Häken überall rangemacht. Und dann haben wir auch einen extra Schrank, wo Silvi Sachen mit drin sind. Da ist hier unten eine Magnetplatte, das heißt, das kann alles während der Fahrt nicht umfallen. Oben haben wir solche Plastikgläser mit so einer Magnetleiste mit oben. Ich muss dazu sagen, Silvi ist wirklich sehr, sehr hochpreisig und überwiegend hat uns das Ganze auch überzeugt. Wir können das auch total weiterempfehlen, weil diese Tassen, Gläser und alles Mögliche fühlt sich auch sehr, sehr hochwertig an. Allerdings ist uns aufgefallen, und da erhoffe ich mir von euch, eure Erfahrungen mal zu notieren in den Kommentaren, diese Magnetplatten, die fransen an den Seiten überall aus. Das ärgert mich extrem, weil das bei fast jeder so ist. Das sieht halt auch nicht schön aus. Erfüllt zwar noch den Zweck, hält auch, aber so richtig finde ich das für den Preis halt nicht ganz so toll. Deswegen schreibt gerne mal in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist. Dennoch können wir das Konzept absolut weiterempfehlen. Ich habe jetzt noch ein Gadget für euch. Das hat zwar nichts speziell mit Camping zu tun, aber wir haben es trotzdem dauerhaft im Camper mit dabei. Und zwar geht es hier um diesen kleinen Fotodrucker. Den kann man ganz bequem per Bluetooth mit dem Handy verbinden und dort entsprechend seine Lieblingsfotos, die man auf Reisen geschossen hat, ganz spontan auf einer kleinen Polaroid-Basis ausdrucken. Das Ganze seht ihr hier bei uns an unserer kleinen Fotowand. Das Ganze kostet um die 100 Euro, ist immer mit dabei, ist klein, ist leicht, kann man mit USB laden. Und wenn man ganz nette Campingnachbarn hat, kann man damit auch mal spontan ein paar nette, freundliche Fotos verteilen. Das nächste Gadget, was ich euch gerne zeigen möchte, ist unser Handstaubsauger von Eufy. Den haben wir bei Amazon gefunden. Wir haben den vor über einem Jahr gekauft, hat nicht an Saugkraft verloren, der Akku hält ewig, hat 3 Stufen, leicht, mittel und stark, ist mit 12 Volt ladbar, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist beim Campen, hat eine Transporttasche und noch einen anderen Aufsatz. Und warum haben wir den überhaupt? Weil manchmal unsere Katze da Louis mit ist, so wie heute auch. Und wenn der auf dem Katzenklo war, dann kann ich halt ganz schnell die Krümel wegsaugen und das zeige ich euch mal schnell. So, da werden wir mal schnell vom Louis das Katzenstreu wegsaugen, weil der war nämlich wieder auf Toilette. Das geht ganz schnell. Wie ihr jetzt gesehen habt, hat der Staubsauger sogar Licht, wenn man damit staubsaugt, was ich wirklich sehr empfehlen kann, weil man damit auch in den dunkelsten Ecken sauber machen kann. Und dann ist das der zweite Aufsatz, der wirklich sehr flexibel ist und damit kommt man auch in die kleinste Ritze rein. Das nächste Gadget ist diese kleine Tasche hier. Und zwar hat die was mit Ordnung im Camper zu tun. Und zwar heutzutage führt man ja jede Menge Ladekabel mit sich für sämtliche Geräte, die man bei sich hat. Und damit die nicht einfach irgendwo alle wild rumliegen, gibt es für sowas solche Kabelorganizer. Und das hat uns natürlich einiges leichter gemacht. A, sind die Kabel alle wunderbar sortiert, immer griffbereit, immer aufgeräumt. Ultra kompakt, braucht nur wenig Platz. Und das Ganze gibt es für unter 10 Euro im Endeffekt bei Amazon. Wie schon gesagt, verschiedene Ausführungen, je nachdem wie viel Kabel man verstauen möchte. Also wir können es echt empfehlen. Nimmt nicht viel Platz weg, ist immer in Ordnung und hat bei uns ein kleines Fach hier oben in der Ecke. Und damit ist das immer gut verschwunden und alles ist aufgeräumt und sauber. Das nächste Gadget, was ich auf jeden Fall auch empfehlen kann, habe ich bei eBay gefunden für nicht viel Geld. Ich glaube 18 Euro.
ist unsere Küchenrollenhalterung. Sieht etwas wackelig aus, ist aber extrem fest, mit solchen zwei Klebeschrauben befestigt. Das war im Übrigen auch schon mit dabei. Während der Fahrt kommen die natürlich dann hier drauf. Dann kommt irgend so ein Gummi, den ich hier habe, gibt es auch günstig, wird hier rangemacht und damit, das fällt auch nicht raus. Also das kann ich auf jeden Fall sagen, das ist stabil, das hält und ich bin damit total glücklich. Dann habe ich noch ein super Gadget, besonders für Camping-Neulinge, aber auch wir benutzen das heutzutage immer noch. Und zwar die Camper Safety Card, wie ihr seht. Dort stellt man ein, was man vor Abfahrt alles beachten muss, was man gucken muss, ob man das wieder entsprechend abgebaut hat. Über so Schieberegler lässt sich das machen. Und auf der Rückseite geht es natürlich weiter. Dort sind alle wichtigen Maße, die man hat von seinem Camper. Ist ganz praktisch für Tunnel, ob man da durchpasst, für Brücken, ob man drüber fahren darf, welche Länge man hat. Und wir haben die entsprechend, damit man das nicht vergisst, direkt einmal hier immer gut sichtbar vorne hängen. Und bevor wir losfahren, schauen wir, dass wir entsprechend einmal alles entsichert haben. Und dann wissen wir, wir sind abfahrtbereit. Was darf meiner Meinung nach in keinem Camper fehlen? Natürlich diese 1 € Mülleimer aus IKEA. Und ich habe gute Nachrichten, die Farbe gibt es jetzt auch in Mint, meine absolute Lieblingsfarbe. Na gut, jetzt haben wir Weiß, wir haben 4 Stück insgesamt. Und warum schwärme ich so davon? Naja, die nehmen nicht viel Platz weg. Es passt immer irgendwas rein, wo man eben nie weiß, wohin damit. Hier rangehangen, fertig, ist nicht im Weg und wir sind happy. So, damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, für dich war was Spannendes und Interessantes an diesen Gadgets mit dabei. Solltest du Interesse an so einem Gadget haben, wir haben euch das mal unten alles verlinkt in unserer Videobeschreibung. Das führt direkt zu Amazon. Und natürlich könntet ihr uns damit auch ein bisschen unterstützen, wenn ihr darüber was kauft. Das Ganze kostet dich nicht mehr, allerdings leider auch nicht weniger dadurch. Aber wie schon gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr damit uns unterstützt. Ansonsten könnt ihr uns natürlich weiter unterstützen über... ein kostenloses Abo, ein Kommentar, ein Like natürlich. Wir freuen uns über jeden einzelnen von euch und bis zum nächsten Video. Ciao. Da wird das nichts. Willst du es vorstellen vielleicht? Ja. So wird das aber auch nichts. Kleiner Specki. Wo ist denn das Schwabbelbüschel hier? Wo ist denn das Schwabbelbüschel hier? Ja, leg dich hin. Kannst ja mal hier aus dem Untergrund ein paar Anweisungen geben. Probieren?